Hey Leute, Lennart hier, was geht ab? Heute möchte ich euch die besten 5 kostenlosen Girokonten vorstellen, weil ich der Ansicht bin, dass Kontoführungsgebühren im Jahr 2024 wirklich komplett überflüssig sind. Und darum gibt es heute eine kurze Zusammenstellung von den meiner Meinung nach besten 5 kostenlosen Girokonten in 2024. Ich werde einfach auf die Girokonten nach und nach eingehen und die Vorteile und Nachteile erläutern, ganz transparent. Und ich kann auch transparent sagen, dass meine Hausbank die ING ist. Aber tatsächlich finde ich eins von diesen Girokonten wesentlich besser. Ich habe da auch schon ein Konto eröffnet und überlege da in der nächsten Zeit komplett rüber zu switchen. Und wir fangen jetzt auch direkt mit dem Konto an, was ich am genialsten finde. Die haben nämlich vor kurzem ihre ganzen Konditionen geändert. Es handelt sich um die C24 Bank und um genau zu sein, um das kostenlose C24 Smart Konto. Und da zeige ich euch jetzt erstmal die Vor- und Nachteile. Der erste riesige Vorteil des C24 Konto ist es, dass es bedingungslos kostenlos ist. Also es ist komplett egal, ob ihr 100 Euro Eingang habt, 200, 500, es gibt keine Grenze, wie es bei anderen gibt. Es ist komplett egal, wie viel ihr verdient und wie alt ihr seid. Dann bekommt ihr bei der C24 Bank eine kostenlose Mastercard und eine kostenlose Girokarte auch nochmal. Und beide Karten sind Apple Pay und Google Pay fähig. Außerdem habt ihr mit der Mastercard keine Abhebe- oder Fremdwährungsgebühren, auch nicht im Ausland. Das ist super cool. Also wenn ihr auf Reisen seid, vielen Ländern seid, wo nicht der Euro ist, dann ist das auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache. Und was auch noch super cool ist bei der C24 Bank, ihr könnt 4 kostenlose Unterkonten erstellen mit eigener IBAN. Eins davon ist ein Tagesgeldkonto und zu diesen Unterkonten könnt ihr sogar eine Person hinzufügen in dem Smart-Tarif. Und was auch super cool ist, es gibt 2,5% Zinsen, nicht nur auf das Tagesgeldkonto, sondern auch auf das Girokonto. Also auf das Geld, was ihr ganz normal einsetzt, bekommt ihr auch 2,5% Zinsen. Und der letzte Vorteil kann ich aber jetzt auch schon mal sagen, das haben alle von diesen Girokonten. Es gibt einen kostenlosen Kontowechselservice. Also wenn ihr zum Beispiel bei der Sparkasse oder Volksbank seid und noch Kontoführungsgebühren habt und ihr wollt wechseln, dann informiert die C24 Bank in eurem Auftrag euren Arbeitgeber, eure Versicherung etc. darüber, dass ihr eine neue Bankverbindung habt und ihr könnt euch einfach zurücklehnen und müsst gar nichts machen. Wirklich super angenehm. Und die C24 Bank ist wirklich mein Favorite, aber auch mein Favorite hat 2 Nachteile, die ich euch hier auch nicht verheimlichen möchte. Und zwar erstens kosten Bargeldeinzahlungen 1,75%. Also wenn ihr 100 Euro einzahlt, müsst ihr 1,75 € an Gebühren bezahlen. Und ihr müsst das bei Handelspartnern machen. Also zum Beispiel bei Rewe an der Kasse. Es gibt da so ein paar Handelspartner, die das erlauben. Aber es kostet halt einfach 1,75%. Ganz ehrlich, finde ich nicht so cool, dass es diese Gebühren gibt. Aber ganz ehrlich, ich selber nutze zum Beispiel gar kein Bargeld. Wenn ich mal was habe, dann gebe ich das auch aus und muss das nicht wirklich einzahlen. Aber das kann bei euch ja natürlich anders sein. Der zweite Nachteil, der erstmal vielleicht gar keiner ist, ist, dass man 4-mal im Monat kostenlos Geld abheben kann. Was ziemlich cool ist erstmal, dass man kostenlos Geld abheben kann. Aber nach dem 4. Mal kostet es bei der C24 Bank 2 Euro pro Abhebung. Aber ich glaube, 4-mal im Monat sollte reichen. Vor allem, wenn man das weiß, kann man das ja so timen, dass es passt. Übrigens packe ich euch alle Links zu den Girokonten hier oben in die Infobox, in die Videobeschreibung und auch nochmal in die Kommentare. Wenn ihr euch für eins der Konten entscheiden solltet, dann kriege ich nämlich eine kleine Empfehlungsprämie und damit supportet ihr mich und meinen Kanal und ich kann mehr solche Videos machen. Aber ganz wichtig, für euch sind die Konten natürlich trotzdem kostenfrei. Und damit kommen wir zur nächsten Bank, zum DKB Girokonto. Und wir starten direkt mal wieder mit den Vorteilen. Bei der DKB bekommt ihr eine kostenlose Visa-Kreditkarte, die auch natürlich Apple Pay und Google Pay fähig ist. Was dann wirklich ein großer Vorteil bei der DKB ist, wenn ihr auf Bargeld setzt, ihr könnt unbegrenzt viele Bargeldabhebungen machen pro Monat. Da gibt es wirklich kein Limit. Das kostet euch nie etwas. Und auch bei der DKB gibt es keine Wechsel- oder Abhebungsgebühren im Ausland, also wenn es Fremdwährungen sind, es sei denn, ihr seid nicht Aktivkunde. Und da komme ich nachher nochmal zu. Das ist nämlich bei den Nachteilen. Dann gibt es bei der DKB kein richtiges Unterkonto, aber ihr könnt ein kostenloses Tagesgeldkonto erstellen. Außerdem kann man bei der DKB ein kostenloses Depot erstellen, wo man dann ETF-Sparpläne und so weiter anlegen kann. Und es gibt natürlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, auch den kostenlosen Kontowechselservice. Und damit kommen wir jetzt zu den Nachteilen der DKB. Der erste große Punkt ist, dass sie nicht bedingungslos kostenlos ist. Und zwar ist es bei der DKB so, bis ihr 28 Jahre alt werdet, ist es auf jeden Fall kostenlos. Und dann ist es nur noch kostenlos, wenn ihr über 700 Euro Geldeingang im Monat habt. Also zum Beispiel euer Gehalt oder Mietzahlungen. Auf diese 700 Euro kommt man tatsächlich super schnell, aber es ist halt nicht bedingungslos kostenlos. Dann ist es bei der DKB so, dass Bargeldeinzahlungen auch Gebühren kosten. Und zwar 1,5% und das läuft über dieses System Cash im Shop.
Also das sind auch Supermärkte, wo man hingehen kann und Geld einzahlen kann. Und halt wirklich ein großer Nachteil bei der DKB, zumindest finde ich, dass es ein großer Nachteil ist, dass man keine richtigen Unterkonten erstellen kann. Ich finde es immer ganz cool, wenn man ein Unterkonto hat für Rücklagen, dann vielleicht noch ein Unterkonto für Urlaub und so weiter. Also ich budgetiere sehr viel und das ist bei der DKB halt nicht so möglich. Kommen wir damit zur dritten Bank und das ist das comdirect Girokonto aktiv. Da bekommt ihr genauso wie bei der DKB eine kostenlose Visa-Karte, die natürlich Apple Pay und Google Pay fähig ist. Und was bei der comdirect wirklich cool ist, ihr könnt dreimal im Jahr kostenlos Bargeld einzahlen über die Handelspartner. Das sind dann auch wieder Rewe und so weiter. Die Listen könnt ihr euch einfach im Internet angucken. Dann bekommt man bei der comdirect ein kostenloses Tagesgeldkonto, ein kostenloses Depot und wie bei allen Banken hier gibt es auch einen kostenlosen Kontowechselservice. Aber auch die comdirect hat ein paar Nachteile und die zeige ich euch jetzt. Und zwar ist es bei der comdirect ein bisschen komplizierter, ab wann das Konto kostenlos ist. Es ist auf jeden Fall auch kostenlos, wenn ihr einen Geldeingang über 700 Euro im Monat habt. Ansonsten kostet 4,90 €. Es ist aber auch kostenlos, wenn ihr unter 28 Jahre alt seid und ist da ganz wichtig, Schüler, Student, Azubi, Praktikant seid oder dreimal im Monat zusätzlich, wenn ihr unter 28 seid, mit Apple Pay oder Google Pay bezahlt. Oder dann gibt es auch noch eine Regelung mit Depotausführungen. Ich blende euch das hier einfach mal ein, weil dieser Part ist bei der comdirect wirklich ein bisschen kompliziert. Dann kann man bei der comdirect im Monat nur dreimal Bargeld abheben und danach kostet es einfach 4,90 €, was wirklich eine stolze Summe ist, um einfach nur Bargeld abzuheben. Außerdem gibt es 1,75% Wechselkursgebühren bei Zahlungen in Fremdwährung. Also für Leute, die reisen, ist das wirklich keine gute Sache. Wenn man das Konto hat, sollte man überlegen, halt eine externe Kreditkarte dazu zu nehmen, die kostenlos ist. Zu den besten kostenlosen Kreditkarten mache ich die nächste Woche oder übernächste Woche auf jeden Fall auch nochmal ein Video. Und was bei der comdirect auch ein bisschen schade ist, es gibt keine kostenlosen Unterkonten. Damit kommen wir zur Bank Nummer 4, zur N26 Bank und zum Standard-Girokonto. Die N26 Bank hat ein paar weniger Vorteile, aber ist bedingungslos kostenlos. Also es ist komplett egal, wie viel Geldeingang ihr habt und wie alt ihr seid, es ist immer kostenlos. Zumindest das Standardmodell. Dann ist N26 auch Google Pay und Apple Pay fähig und ihr habt keine Gebühren für Zahlungen in Fremdwährung. Das ist super cool auf jeden Fall. Und wie bei den anderen Konten gibt es auch wieder den kostenlosen Kontowechselservice. Dann zu den Nachteilen der N26 Bank und da gibt es tatsächlich ein paar. Erstmal ist die Mastercard zwar umsonst, also ihr habt keine monatlichen Gebühren, aber ihr müsst einmalig 10 Euro zahlen, damit ihr die Mastercard überhaupt bekommt. Ihr könnt die Mastercard aber von Anfang an als digitale Karte nutzen, das kostet euch auch nichts. Dann ist es bei N26 Bank so, dass man wieder über Handelspartner Geld einzahlen kann, es kostet aber 1,5%. Und leider kann man auch nur dreimal im Monat kostenlos Bargeld abheben, danach kostet es auch 2 Euro pro Abhebung. Und was ein bisschen schade ist, wenn man Bargeld im Ausland abhebt, muss man 1,7% Wechselkursgebühren bezahlen. Und die N26 hat auch keine kostenlosen Unterkonten. Und damit kommen wir zur Bank Nummer 5, zur letzten Bank, zur ING und dem ING Girokonto, wo ich selber seit Ewigkeiten wirklich Kunde bin. Aber ich muss sagen, die anderen Konten hier sind auch wirklich gut. Ich werde euch nachher auch noch meine Favoriten hier schildern, aber jetzt erstmal zur ING. Vorteil ist auch wieder, dass man eine kostenlose Visa-Karte bekommt, die Apple Pay und Google Pay fähig ist. Dann ist ein Riesenvorteil bei der ING, dass man an ING-Bankautomaten komplett kostenlos Bargeld einzahlen kann, egal wie oft. Nachteil ist da ein bisschen, dass es gar nicht so viele ING-Bankautomaten gibt. Vor allem auf dem Land ist das nicht wirklich so verbreitet. In den Städten findet ihr eigentlich überall ein paar Automaten. Was dann wirklich cool ist, man hat unbegrenzt viele Bargeldabhebungen bei der ING und man kann mit der Visa halt wirklich fast jeden Automaten benutzen. Außerdem ist ein riesiger Vorteil der ING und warum ich auch echt angetan bin von der ING, dass man 3 kostenlose Unterkonten erstellen kann mit eigener IBAN und eine davon ist auch ein Tagesgeldkonto. Außerdem gibt es bei der ING ein kostenloses Depot, wo man auch wirklich sehr viele kostenlose Sparpläne, ETF-Sparpläne anlegen kann. Und es gibt wie bei allen mal wieder den kostenlosen Kontowechselservice. Aber auch die ING hat Nachteile und der erste Nachteil ist, dass es nicht bedingungslos kostenlos ist. Es ist kostenlos, bis ihr 28 Jahre alt seid und danach ist es nur kostenlos, wenn ihr über 700 Euro Geldeingang im Monat habt. Was bei ganz vielen Banken tatsächlich so der Fall ist. Solltet ihr nicht auf diese 700 Euro kommen, müsst ihr 4,90 € im Monat zahlen. Aber ich glaube, diese 700 Euro sind auf jeden Fall machbar. Ist trotzdem halt ein Nachteil. Der zweite Nachteil ist, dass wenn man Geld über die Handelspartner einzahlt, also man kann einmal über die ING-Automaten kostenlos einzahlen, man kann aber auch über die Handelspartner, Supermärkte und so weiter einzahlen,
dann zahlt man 1,5% Gebühren, was halt wieder unnötige Kosten sind. Und noch ein großer Nachteil, und das ist auch der Grund, warum ich die Karte nicht benutze, wenn ich außerhalb des Euroraums unterwegs bin, ist es, dass man bei der ING auf Zahlungen und Abhebungen in Fremdwährung 1,99% Gebühren zahlen muss. Also wenn ihr 100 Euro abhebt, sind das auch wieder so um die 2 Euro, was halt schon viel Geld ist. Das war so die Übersicht der meiner Meinung nach besten kostenlosen Girokonten für 2024. Ich habe euch versprochen, ich will euch auch noch kurz hier eine Übersicht geben, was meine Favoriten davon sind. Und ganz ehrlich, die ING ist meine Hausbank. Ich habe aber alle anderen Girokonten auch eröffnet und habe teilweise da ein Fundkonto drauf und ein Rücklagenkonto. Aber die ING ist nicht mein Favorit. Tatsächlich ist mein Favorit die C24 Bank, die wirklich unglaublich viele Vorteile hat. Auf den zweiten Platz liegen für mich ING und die DKB. Und zum Schluss kommt bei mir N26 und Comdirect. Das ist aber auch nur meine persönliche Meinung. Ihr könnt das Video ja gerne nochmal durchgucken, die einzelnen Vor- und Nachteile. Und wie gesagt, ich packe euch die Links in die Videobeschreibung, in die Infobox und in die Kommentare. Und würde mich freuen, wenn ihr euch nach diesem Video für eins der Konten entscheiden solltet. Wenn ihr meinen Link benutzt, weil dann kriege ich eine kleine Prämie und ihr supportet meinen Kanal hier. Das soll es aber gewesen sein und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin und ciao.